dran. Ey, wie hast du Elenas Pass dabei? Hallo ihr Lieben, wir fliegen heute nach Dublin und nehmen euch mit und meine Elena. Aber bevor wir anfangen, haben wir den Chat. Schafft ihr es? 5 Sekunden den Daumen runterschlagen, die Glocke zu schalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt ihr laut in die Kommentare und in den Schrank und macht eine Elan-Flagge in die Kommentare. Und jetzt fangen wir an. So, Elena, jetzt musst du dich mal anziehen und wir müssen noch Koffer packen. Ich habe schon hier deine Klamotten hingelegt. 1, 2, 3, 4, 5. Aber Mami, ich bin doch schon angezogen. Ich möchte gerne in dem Einhornanzug bleiben. Elena, so kann man leider nicht ins Flugzeug. Bist du dir da sicher? Ja. Kann ich den wenigstens mit einpacken? Ja. Okay, dann ziehe ich mich um. Aber ich liebe den Kuschelanzug so sehr. Du kannst ihn morgen anziehen oder wenn wir zurückkommen. Okay, solange wir ihn mitnehmen. Elena, der ist ja wirklich zuckersüß. Ja, und guck mal hinten. Ich habe sogar Flügel. Oh, wie eigentlich könnte ich selbst wegfliegen. Oh, leider funktioniert sie nicht. Okay, na gut, dann ziehen wir uns mal um, Mami. Aber ich, okay. Ich brauche Hilfe. Oh ja, gib sie ja auch. Ich bin schon super aufgeregt. Ich meinst du, der Osterhase bringt mir auch ein Geschenk? Natürlich bringt er dir ein Geschenk. Letzte Mal kam ja auch der Weihnachtsmann reingestiefelt. Stimmt. Oder? Mami, ouch! Alles okay? Ja, ich habe nur eine kleine Gehirnerschütterung. Alter, war nicht so dramatisch. Naja, du bist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Mama, muss ich meinen Body drunter anhaben? Ja. Ehrlich, aber es ist doch so warm. In Irland wird es sehr kalt. Warum ist in Irland immer so kalt? Da regnet es halt viel. Och Mann, und da fahren wir ständig hin. Wir wollen unsere Familie sehen. Und du brauchst definitiv eine Jacke. Okay, ja, wenn das da so kalt ist, wie du sagst. Dann braucht man halt eine Jacke. Also mir ist auf jeden Fall jetzt sehr warm. Gut. Mama? Ha? Wir dürfen mein Baby nicht vergessen. Oh ja, wo hast du es denn hingelegt? Das weiß ich doch nicht mehr. Oh nein. Hilfst du mir suchen? Bitte, okay. Bitte. Hast du es vielleicht schon in meine Tasche gepackt? Ich guck mal. Oder dein Schuh. Fällt mein Schuh ab? Ja. Vielleicht sollten wir dann Schuhe nehmen, die wir nicht verlieren können im Flughafen. Gute Idee. Ich hole dann noch andere. Ist da drin? Nein. Oh Mann, oh mein Baby. Ich kann ohne mein Baby nicht in Urlaub fahren, Mama. Oh nein. Das müssen wir schnell machen. Oh, wollen ja nicht zu spät kommen. Ich habe eine Idee. Vielleicht auf dem Schreibtisch. Da könnte es ja sein. Dann ach, guck mal. Hast du doch gespielt, oder? Stimmt. Guckst du bitte? Ja. Da ist es ja. Yay! Machen wir mal in die Tasche. Okay, Mami. Dann hat dich noch eine Lichte in die Tasche. Nee, das wäre ja auch blöd. Da kriege ich gar keine Luft. Das wäre wirklich blöd. Mama, du vergisst meinen Einhornanzug. Oh ja, du hast mir versprochen, der darf mit. Okay. Das habe ich total vergessen. Halten wir. Okay, ich dachte schon, du packst ihn da verknuddelt rein. Ich wollte schon wieder schreien. Du musst nicht schreien. Ich wollte das bloß dahin. Da. Supi, Mami, ich freue mich schon total. Ich freue mich mehr. Aber wir brauchen noch andere Schuhe. Okay, die holen wir jetzt. Jetzt mache ich die Tasche mal hier rein. So, hier ist schon echt viel drin. Das passt aber noch rein, Mami. Ich auch. So, Elena, und jetzt die neuen Schuhe. Yay, die sehen auch wärmer aus als die anderen. Sind sie auch bestimmt. Wenn es da so viel regnet. Extra Regenschuhe genommen. Danke. Bitte. Und geht's jetzt los? Warte, jetzt geht's los. Wir sind am Flughafen und müssen jetzt erstmal einchecken. Okay. Wir gucken jetzt, dass wir hier einchecken können. Und weiter. Und jetzt müssen wir scannen. Das ist Ian dran. Ey, wie hast du Elenas Pass dabei? Papa holt da gerade die Boarding Passes raus.
super. Und jetzt gehen wir das Gepäck auf. Ist immer aufregend, oder? Funktioniert alles? Wir sind am Flughafen angekommen. Gepäck ist aufgegeben. Ava und Kind sind bereit. Und sollen wir nur mal hoffen, dass die Schlange nicht zu lang ist. Der eine Schub lässt gar nicht. Oh. Komm, Elena, wir gucken uns mal an, was die hier haben. Das ist ja eine super Idee. Mal schauen. Das sind die. Das kostet 51,90 Euro, Mama. Ja, das ist sehr teuer. Mami, während du hier guckst, darf ich mich da hinten auf den Stuhl setzen? Okay. Aber Elena, du darfst nicht weggehen. Ich verspreche es, ich bleib hier sitzen. Ich habe nur keine Lust, mit dir hier zu gucken. Hier ist super langweilig und die Mama kommt doch gar nicht zurück. Ich glaube, ich gehe auch mal ein bisschen gucken. Ich guck mal hier nach dem Dior-Make-up. Oh, ist das schön. Sowas hätte ich auch gerne. Elena, ich glaube, ich habe was für dich gefunden. Elena, sie ist weg. Ich habe dir doch gesagt, sie soll nicht weggehen. Oh nein, wo ist sie jetzt? Ja, ich glaube, du musst mal suchen gehen. Ich habe gesehen, du hast sie da hingesetzt. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir müssen am besten der Security Bescheid sagen, dass dein Kind verschwunden ist, ja? Okay. Oh je, oh je, oh je. Verschwunden. Ja, ja. Wo ist sie denn? Wir wissen es nicht. Avi, während ihr da guckt, gucke ich hier ein bisschen, ja? Okay? Let's go. Dann gehe ich jetzt, ja? Ich glaube, viel eher kauft mir die Mama so ein paar M&Ms. Die sehen so lecker aus. Mm. Keine Ahnung, wo sie ist. Sie ist einfach verschwunden. Also wir haben sie einfach nicht gefunden. Ich mache mir so schreckliche Sorgen. Oh Manu. 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 Da sieht man wieder, dass man so kleine Kinder einfach nicht unbeaufsichtigt lassen sollte. Och Mann. Du, Frau, hast du meine Mama gesehen? Ich bin weggegangen und dann war meine Mama weg und jetzt finde ich sie nicht mehr. Ich kann gar kein Englisch. Hey, sprich Deutsch. Sehr gerne. Wie kann ich dir helfen? Hast du meine Mama gesehen? Ich suche meine Mama. Hey, ich bin hier, nicht da unten. Hallo. Hallo. Good afternoon. I'm Franny. May I help you? Jetzt redet die schon wieder Englisch. Die hilft mir nicht, meine Mama zu suchen. Wir suchen immer noch Avas Kind. Ich glaube, wir finden sie nicht. Ich glaube auch. Ach, das ist so schrecklich, Avi. Das wollen wir nur machen. Wir suchen doch oben weiter. Ja, ich glaube, auch oben weiter suchen ist auf jeden Fall besser. Wir laufen jetzt zum Gate und gucken, ob wir Avas Kind dort finden. Och Mann, das gibt's doch nicht. Vielleicht ist die Elena clever genug, um zum Gate zu laufen. Wir gucken mal da. Okay. Ich habe mir das Gate gemerkt, wo wir abfliegen. Vielleicht findet mich meine Mama ja hier. Oh Mann, ich mache mir so große Sorgen. Ich laufe auch nie wieder weg. Na, was meinst du, Avi, ob sie da ist? Da sitzt sie ja. Oh mein Gott, sie hat sogar einen Boarding Pass dabei. Wie ist sie denn an den gekommen? Ich habe mir gar nichts gedacht, Mama. Ich habe was gesehen, was mir gefallen hat. Und dann habe ich noch Schokolade gefunden und einen sprechenden Kopf. Und ja, dann warst du weg. Ja, ich verspreche dir auch, ich gehe nie wieder ohne dich irgendwo hin. Ja, versprochen. Gut. Kannst du mich nochmal richtig knuddeln, bitte? Okay. Guck dir mal, wo die Puppe sitzt. Du wärst nochmal ein guter Puppenpapa. Elena, wie das so ist. Anne bleibt jetzt hier für mich. Danke. Sagen wir euch an dieser Stelle Tschüss. Hier sind zwei Videos, die ihr gucken könnt. Und ich glaube, es geht bald los. Wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.